Meine sehr geehrten Damen, meine sehr geehrten Herren, das Läuten unseres Münsters hat uns jetzt eingestimmt auf die Gedenkfeierlichkeiten. Heute anlässlich der Corona-Toten bundesweit wird dies begangen. Ich darf Sie begrüßen, auch im Namen unserer evangelischen und unseres katholischen Pfarrers. Schön, dass doch ein bisschen Öffentlichkeit gekommen ist. Wir haben es uns so vorgestellt, dass wir eine ganz kleine Feierlichkeit machen, dass ich für die politische Gemeinde spreche und unsere Pfarrer dann für die evangelische und katholische Kirchenseite und auch ein Gebet gemeinsam sprechen, quasi stellvertretend für die Bürgerinnen und Bürger. Wir haben uns als Stadt an der bundesweiten Aktion gerne beteiligt. Wir haben Halbmast geflaggt, wir haben in den Gottesdiensten darauf hingewiesen, wir haben das Münster geschlagen und wir werden jetzt gemeinsam einen Gedenkstein einweihen und der Öffentlichkeit übergeben. Ganz bewusst ein Stein. Sie haben es vielleicht gelesen, dass andere Kommunen Bäume gepflanzt haben. Wir haben uns ganz bewusst für einen Stein entschieden, weil der Stein soll auch ein Stolperstein sein, ein Mahnstein. Dazu gleich mehr. Auf dem Stein steht geschrieben: Im Gedenken an die Verstorbenen und Opfer der Corona-Pandemie. Wir sind in unseren Gedenken verbunden mit den Menschen in Europa und auf der ganzen Welt. Meine Damen, meine Herren, es wird Ihnen gehen wie mir. Wenn man zurückblickt, die Corona-Pandemie beschäftigt uns jetzt ein Jahr. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass wir das letzte Jahr Fasend gefeiert haben und dann während der Fasend so erste Gespräche aufkamen, wie geht es jetzt wohl weiter mit der Corona-Pandemie, die von China rüberschwappte nach Europa. Und kurz nach der Fasend ging es dann auch direkt los mit dem ersten Lockdown. Und ich bin auch vorhin gefragt worden, wie viele Corona-Tote wir denn in der Stadt Breisam am Rhein haben. Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Das kann man nicht beantworten. Ich kann Ihnen aber sagen, das weiß ich nun mal ganz genau, dass der erste Corona-Tote war ein ehemaliger städtischer Mitarbeiter. Also da wurde es sehr schnell greifbar, was Corona anrichten kann. Der zweite Corona-Tote, der mir wirklich fast die Schuhe ausgezogen hat und mir den Boden fast förmlich weggezogen hat, das war mein lieber väterlicher Freund, Bürgermeisterkollege aus Saint-Louis. Ein Mann wie ein Baum, so groß wie ich, aber locker, kräftig, lebensfroh, der dann, europäische Zusammenarbeit hat es möglich gemacht, in einem deutschen Krankenhaus an Covid verstorben ist. Also es ist dann doch ganz nah und greifhaft und auch da. Ich denke, man sollte die heutigen Gedenken, aber auch zum Anlass nehmen, das heutige Gedenken zum Anlass nehmen, auch dankbar zu sein all denjenigen, die bis heute, die Corona-Pandemie ist ja noch nicht besiegt. Wir wissen nicht, wie lange es noch dauert, wir hoffen, dass wir sie besiegen. Aber noch haben wir sie nicht besiegt. Und deswegen gilt es auch Dank zu sagen all denjenigen, die tagtäglich ihr Bestes geben, damit es nicht noch mehr Opfer werden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Gedenktag heute auch bewusst gewählt wurde als Mahnstein, als Mahnzeichen, um sich selber zu reflektieren, in den Bemühungen, in Anstrengungen solidarisch zu sein, nicht nachzulassen. Ich selber bin hoch dankbar, dass jetzt die vulnerablen Gruppen größtenteils durchgeimpft sind. Aber es sind noch viele, die unsere Solidarität brauchen und deswegen müssen wir uns weiterhin bemühen und weiterhin solidarisch sein und weiterhin auch Verzicht üben. Und was ist das für ein Verzicht? Jetzt verzichten wir ein Jahr auf vieles, was bislang uns lieb gewesen ist. Und damit schützen wir andere. Das ist doch kein großer Verzicht. Dann müssen wir halt weiterhin verzichten, alle Bemühungen weiterhin anstrengen, dass möglichst bald so viel als möglich durchgeimpft sind. Und ich möchte es heute wirklich auch sagen, als politische Gemeinde. Mir fehlt zunehmendes Verständnis gegenüber Menschen, die sagen, ah, sie möchten jetzt wieder nach Mallorca reisen oder dahin reisen und dorthin reisen. Das ist alles schön und richtig und das soll man auch wieder tun, wenn alles vorbei ist. Aber jetzt gilt es halt nur mal, sich zusammenzunehmen, sich zurückzunehmen, um andere zu schützen und dann die Pandemie, die ja weltweit, europaweit sich ausgespannt hat, dann auch gemeinsam zu besiegen und zu bekämpfen. Und dieses Gedenken ist vielleicht auch ein Zeichen, dass man sich als Gesellschaft auch nach Corona dann prüfen sollte, wie will man Gesellschaft wieder gestalten? Was will man wieder wertschätzen? Auch die kleinen Dinge im Leben wertschätzen, miteinander solidarisch sein, nicht immer sich bis aufs Blut verstreiten und fetzen, sich schon streiten, sich austauschen, aber alles mit einem gewissen Maß und mit einem gewissen Willen zusammen Gesellschaft zu gestalten. Und ich glaube auch, dass wir uns prüfen müssen, wo sind Grenzen, die man überschreiten kann, die man nicht überschreiten kann. Ich bin stolz, in einer Demokratie zu leben und in keiner Diktatur. Und das lasse ich mir auch nicht von Protestierenden irgendwie anders weismachen, sondern es ist gut und richtig, dass wir in einer Demokratie leben. Es ist gut und richtig, dass man hier Meinungsfreiheit hat. Was meine ich damit? Ich finde, eine Gesellschaft muss damit umgehen können,
dass Menschen behaupten, es gibt keine Corona-Pandemie. Das muss eine Demokratie aushalten. Man muss auch aushalten, wenn sich die ein oder anderen von diesen Corona-Leugnern mit einer Anne Frank zum Beispiel vergleichen. Das muss man gerade noch so aushalten. Man muss auch doofe Meinungen, richtig schlechte Meinungen aushalten können in der Demokratie. Wo aber aus meiner Sicht eine Grenze überschritten ist, das sind zwei Dinge. Das ist, wenn man in einer Demonstration sich mit dem Judenstern schmückt und quasi die jetzige Pandemie und die Maßnahmen der Bundesregierung mit einem Holocaust vergleicht. Da finde ich, ist eine Grenze überschritten, auch eine Grenze des Strafbaren. Das ist Verhöhnung und Verächtlichmachung vom Holocaust. Und ich finde auch, da muss eine Demokratie auch wehrhaft sein, wenn ich jetzt meinen Kindern zumute, Ostern nicht mit Oma und Opa zu feiern, nicht mit der großen Familie, sondern sich zurückzunehmen. Sie aber gleichzeitig im Fernseher sehen müssen, dass große Demonstranten mit Demonstrationen mit 20.000 stattfinden. Ich finde auch, da muss man sich überlegen, ob man das Demonstrationsrecht einschränkt. Man kann demonstrieren über soziale Medien, so wie wir das auch im Stadtrat machen. Man kann seine Meinung kundtun. Aber wenn man in der jetzigen Lage zusammenkommen muss mit 20.000 und dann möglicherweise Ansteckungsherde weitergibt, das halte ich für zweifelhaft. Ich finde, da muss auch ein Rechtsstaat wehrhafter werden. Und das wünsche ich mir für den Rest der Bekämpfung dieser Pandemie. Für Breisach bin ich wirklich sehr zufrieden, wie die Bürgerinnen und Bürger mit der Pandemie umgehen. Ich habe schon das große Gefühl und das große Zutrauen, dass wir uns an die Regeln halten, dass wir jetzt auch die letzten Meter in diesem Marathon dann auch noch gemeinsam gehen, um dann hoffentlich, so haben wir es ja auch schon mal ein bisschen vorbesprochen, dass wir dann hoffentlich vielleicht gegen Jahresende das ein oder andere Zeichen setzen können in unserer Stadt, dass jetzt das öffentliche Leben, die Gesellschaft wieder hochgefahren werden kann. Sei es mit dem einen oder anderen Fest, das werden wir dann sehen, wie die Pandemielage das auch zulässt. Und wir haben uns auch schon kurz abgestimmt, das war jetzt das erste Gedenksteinchen an die Opfer der Pandemie mit diesem Gedenkstein. Wenn wir das tatsächlich dann geschafft haben, dann könnten wir uns auch vorstellen, nächstes Jahr vielleicht irgendwo mal an einer besonders exponierten Stelle ein Wegkreuz zu setzen, um dann damit auch ein Zeichen zu setzen, dass die Pandemie vorüber ist. Für heute sollten wir still mit einem Gebet an die Opfer der Corona-Pandemie denken, an die Verstorbenen, unendliches Leid für die Familien, aber auch an diejenigen, die Corona hatten, aber vielleicht auch gesundheitliche Schäden zurückbehalten werden, das sind auch nicht wenige, und vielleicht auch an die denken, die mit ihrer Hände, mit ihrem Freizeit, mit all dem, was sie haben, was aufgebaut haben, ein Geschäft aufgebaut haben, einen Einzelhandel aufgebaut haben und die jetzt ganz große Sorgen haben und mit Sorgen in ihre finanzielle, wirtschaftliche Zukunft blicken. In diesem Sinne lassen Sie uns dann still der Toten und der Opfer der Corona-Pandemie gedenken. Lieber Herr Bürgermeister Rhein, liebe Frau Pfarrerin Hannemann, lieber Herr Pfarrer Hannemann, liebe Zuhörende und Mitgedenkende. Wir haben heute Morgen von der römisch-katholischen Seite her in den Präsenzgottesdiensten, die wir Gott sei Dank noch machen können, wir haben Fürbitte gehalten und überall wurde diese Bitte vorgetragen, den Menschen zum Nachdenken und Gott anempfohlen. Und diese Fürbitte möchte ich Ihnen jetzt vorlesen und wieder zu Gott schicken. Denken wir heute mit allen Menschen aus Deutschland und aus Europa an alle Opfer der Pandemie. Denken wir auch an die Menschen auf der ganzen Welt. Denken wir an die Verstorbenen und ihre Angehörigen, die sie oft nicht begleiten konnten. Denken wir auch an diejenigen, die an ihre Grenzen gekommen sind oder ihr Geschäft aufgeben mussten. Danken wir aber auch all denen, die über all ihre Kräfte hinaus sich für andere engagieren. Lieber Gott, schütze uns und segne uns. Heute Abend sind alle eingeladen, eine Kerze in ihre Fenster zu stellen. Eine Kerze des Gedenkens, aber auch eine Kerze als Zeichen der Segensbitte. Und um Gottes Segen möchten wir nun bitten. Guter Gott, wir bitten dich um deinen Segen für alle, die an Corona verstorben sind. Sie sind oft einsam in den Kliniken gestorben
Und wir bitten dich, nimm sie nun auf in deinen Frieden und in deine große Gemeinschaft. Wir bitten dich für die Hinterbliebenen. Sie sind zum Teil traumatisiert, weil sie nicht oder nur sehr distanziert Abschied nehmen konnten. Abschied, den man nicht anfassen kann, kann man auch nur schwer begreifen. Wir bitten dich um deinen Segen für diese Angehörigen, die es schwer haben, den Tod zu begreifen. Wir bitten dich für all diejenigen, die einen scheinbar leichten Verlauf hatten und die nun doch schon seit Monaten oder gar seit mehr als einem Jahr unter den Folgen leiden und nicht wissen, ob sie die Folgen jemals überwinden werden. Guter Gott, wir bitten dich um deinen Segen für all diejenigen, die Geschäfte haben, Restaurants, andere Betriebe, die nun während der Corona-Zeit nicht arbeiten dürfen, die um ihre Existenz bangen und die nicht wissen, wie sie ihre Familien über die Runden bringen sollen. Wir bitten dich, segne sie, stärke sie, schenke ihnen Menschen, die ihnen helfen und die sie begleiten. Guter Gott, wir bitten dich um deinen Segen für unsere Gesellschaft. So viel Streit, so viel Unverständnis und so viel Spaltung. Wir bitten dich um Einheit. Du sendest deinen Geist des Friedens. Um den bitten wir dich, dass wir einander zuhören und miteinander nach guten Lösungen suchen. In der Nähe und in der Ferne, hier bei uns in Breisach und ganz weit weg, bitten wir alle um deinen Segen. So segne und behüte dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.